Wer jetzt nicht springt, ist völlig wahnsinnig. Jetzt sind wir halt auf der Donauinsel und es ist, wir spielen als Headliner und scheißen uns die Hosen voll. Wir sind in Österreich, wir machen in Österreich und rund um Österreich Musik. Wenn das Menschen so nennen wollen, dann können sie es gern so nennen irgendwie. Also ich weiß, dass wir halt den ärgsten Rock'n'Roll machen. Und also man könnte sagen Austrian Rock'n'Roll, aber keine Ahnung. Also es ist einfach Musik hauptsächlich. Und jeder will halt einen Namen dafür finden. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man sich nicht irgendeinen Begriff, egal ob das jetzt Heimat ist oder irgendwas anderes, dass man das so hinstellt, wenn das jemand sagt, ja, dann ist das genau das, was er sagt. Das kann jeder für sich selbst definieren, deswegen finde ich das auch gut. Aber für uns zählt in erster Linie die Musik und die Projektionsfläche davon. Das heißt, jeder kann interpretieren, was er möchte mit den Texten, die wir haben. Aber dass wir für einen Begriff stehen, außer Amore, eher weniger. Ich finde auch, dass es wichtig ist, dass man in Österreich das vielleicht einmal versucht abzulegen, dass wenn etwas groß ist, dass es gleich arrogant wirkt. Oder wenn jemand weitergehen will, dass man überheblich ist. Also ich finde, das sollte man vielleicht auch anders verstehen, dass man eben in Österreich groß denken kann, darf, dass das was ganz Normales ist. Voll, ich fand zum Beispiel den Falco nie arrogant. Und ich habe auch schon sehr viel gehört, dass er irgendwie so arrogant ist. Aber ich finde ihn ursympathisch. Natürlich arbeitet man wohin, wo es weitergeht, aber es geht ja gar nicht um die Größe. Also es geht gar nicht darum, ob wir im Happelstadion spielen oder auf einer Riesenbühne, sondern wenn man Menschen glücklich machen kann bei einem Konzert, ob das jetzt eine Donauinsel ist, eine Stadthalle oder einfach ein kleiner Club, dann ist das was Wunderschönes. Ich kann sicher nicht mit meiner Cousine schlafen, obwohl ich gerne würde, ich trau mich nicht. Ich kann sicher nicht mit meiner Cousine Bruder. Stress war da keiner dabei, weil wir wissen ja, was wir aussagen irgendwo und wir machen uns da nicht einen Druck, so wie man das in der Öffentlichkeit immer hört, dass das dritte Album jetzt extra gut sein soll, weil wenn das scheiße ist, dann ist alles vorbei. Wir wollen einfach bestehen und so lange wie möglich Alben und Musik machen, live wie auch auf der Platte. Wir können ja nichts anderes. Wir machen das so, wie es aus uns rauskommt. Wir lieben uns. Da wurde halt irgendwie vor 4 oder 5 Jahren oder 6 Jahren wurden hier Freundschaften entdeckt, die halt Gott sei Dank fürs Leben bleiben. Also ich hoffe es, weil ich habe die alle echt sehr gern. Kommt das rüber, dass wir uns echt gern haben? Weil es ist halt wirklich so.